Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Play Baphomet Fluch Director's Cut. Wir sind frisch auf Bullshead Hill angekommen und jetzt müssen wir irgendwie Klausner finden und diese Linse. So, fangen wir doch mal an. Ein junges Bäumchen wächst an der Kante. Ein junges Bäumchen. Oh, no, 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 no. Süß. Na dann, schnappen wir uns einen Ast. Warum nicht? Genau. Die tiefsten Taschen der Welt hat dieser Mann. Ein Junge. Ich habe dem Baum für einen Tag genug Schaden zugefügt. Gott, du bist ja richtig Greenpeacey. Baumkuschler. Okay. Der Stock, den ich abgebrochen habe, ist überraschend hart und lässt sich nicht biegen. Wow, okay. Jahrhundertelange Wechselbäder von heißen Tagen und kalten Nächten haben einen Spalt aufgerissen, der tief bis in den Fels hineinreicht. Dass er sogar noch eine meteorologische Erklärung abgibt. Respekt, Georgie. Dann kletter mal runter, hm? Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Also ist der Spalt ziemlich tief, verstehe. Dann brauchen wir also etwas, um runterzuklettern. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Jawohl. Gut gemacht. Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Von daher? Randa. Okay, das hält? Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Das ist das Ding. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Vor allem nicht in Jeans und so einer Jacke, also. Oh shit, und hoch kommst du definitiv nicht mehr. Oh. Wie sieht's mit dem Fluchtplan aus, George? Generell Wegkommenplan? Oh mein Gott. Ich werde nicht runtergesprungen. Er kommt doch gar nicht mehr hoch. Außer er war Anführer in seinem Fußballteam, weiß der Teufel, oder ist ja ein Amerikaner, von daher natürlich Baseball oder Football. Football, das Spiel, was nicht mit Füßen gespielt wird, außer an einer Stelle. Naja, lassen wir das. Aus der Nähe betrachtet sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Mhm. Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber was denn, was riskiere ich schon, außer einer möglichen Verstümmelung natürlich. Nice. Keine Klinge hat meine Hand am Gelenk abgetrennt. Kein Skorpion mich gestochen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Okay. Ein Metallring? Dann... Ich greife den Ring ganz fest. Ja. Versuche nicht an tödliche Fallen zu denken. Und ziehe aus Leibeskräften. Nice. Aber hallo. Puh. Coole Sache. Dann geht's mal weiter. Okay. Klausner. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Oh, shit. Toller Urlaub. Hocke in einer Höhle in Syrien mit einer Leiche als Begleiter und einem Mörder im Nacken. Nice. Perfekt hinbekommen. Echt. Oh Gott. Das konnte man damals nicht angucken. Kann ich keine Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellen. Außer seinen Fingerspitzen, die blutig gekratzt sind. Und das scheint er sich selbst angetan zu haben. Klausner muss ziemlich schlau gewesen sein, um so weit zu kommen. Aber trotzdem ist er tot. Tja, was wirst du dann gleich sein? Das ist echt beruhigend. Ich durchsuche die Leiche. Kein Handytelefon, keine Sprengladungen, kein Fünf-Gänge-Menü. Man sollte doch meinen, dass international tätige Verschwörer besser ausgerüstet zum Dienst erscheinen. Auf jeden, ein paar Sprengladungen, irgendwas. Ich habe schon Sachen gemacht in meinem Leben, die mehr Spaß gemacht haben, als eine Leiche zu durchsuchen. Aber da meine Lebenserwartung derzeit doch recht gering ist, finde ich, ich sollte jede neue Herausforderung annehmen, die sich mir bietet. Das trifft's. Vorsichtig öffne ich das Jackett. Aha. Hinter seiner Leiche klemmt ein Lederbeutel. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. Das hatten wir aber auch schon rausgefunden letztens. Ah, sehr gut gemacht, George. Wir haben endlich die Linse. Die Linse, die ich auf Klausners Leiche gefunden habe. Oh, furchtbar. Was immer auch in der Flasche war, es wurde ausgetrunken. Klausner muss dehydriert und verdurstet sein.
Boah, mieses Ende. Bei der Erkundung alter Ruinen können Peitschen ja ganz nützlich sein. Aber als Gefangener in einer Höhle sind sie völlig nutzlos. Klausner hielt sich wohl für eine moderne Version von Indiana Jones. Ja, und genau das soll das Bild ja auch darstellen. So würde Indiana Jones verenden in so einer Höhle, realistischerweise. Mieser Shit. Na gut. Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes. Voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Vor allem das mit den drei Gesichtern, das kennen wir doch. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Okay. Eine Frau mit drei Gesichtern, das erkennen wir doch wieder. Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay, das muss reichen. Was zum... Der Mond öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta! Komm nicht rein, es ist eine Falle! Bleib, wo du bist! Oh ja, jetzt ganz schnell. Wie? Oh, scheiße. Hallo, Mr. Stobbart. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbart, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stobbart. Wir sind doch eh keine Bedrohung für dich. Na, obwohl, wir vereiteln laufend irgendwie deine Pläne. Kommen ihm zuvor, sind clever. Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Klausner, wissen Sie, wo er ist? Wir haben jetzt die Wahl zwischen Lügen oder die Wahrheit sagen. Wie wär's mit die Wahrheit? Ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Nein. Nein, nichts. Warum ist dieser Ort dann so wichtig? Was haben die Tempelritter hier versteckt, wenn nicht einen Artefakt? Ich weiß es nicht. Naja, da war noch was, aber das können Sie kaum mitnehmen. Ja? Was denn? Eine Schatzkarte. Das X zeigt an, wo der Zaster liegt. Also kommen Sie. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen das abkaufe? Okay, Sie haben mich erwischt. Naja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Latein? Wissen Sie noch, was da stand, Mr. Stobbart? In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also, ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht. Okay. Mr. Stobbart, ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Ja. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen.
Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Hier ist jetzt eine Wahl, ob ich sterbe oder nicht übrigens. Ich sterbe wie ein Mann. Muss mir schon in die Augen gucken. Okay, Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Nun, okay. Naja, was soll's. Hier. Yes! So muss das. Und spring! An der Stelle kann man übrigens sterben. Im Original. Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Oh Mann. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Und dein Arsch? Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Dein Arsch gebrochen? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Oh ja, ganz gut hingekriegt. Ich wäre ja nur fast draufgegangen. Wie gechillt die immer ist. Meine Fresse. Wurde gerade fast erschossen. Solltest du ihn nicht besser mal ein bisschen, ne? Weißt schon, Belohnung und nett sein und ihm ablenken? Egal. Lassen wir sein Trauma. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Yep, das ist der Tipp. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Oh ja, und wir alle wissen auch ganz genau, wohin. Und zwar... Nein. Montfaucon. Lange waren wir nicht mehr hier. Hey, er ist wieder da. Ich habe mal eine Liste der Können wir wieder drüber Sie reden? Sind wieder da? Oui, ich bin zurück. Das finde ich schön. Also, ich hätte nicht erwartet, Sie hier schon wieder zu sehen. Non. Nun, es ist etwas merkwürdig. Aber ich bin dienstlich hier. Dienstlich? Aber Sie sitzen doch nur hier rum und trinken Wein. Non, ich trinke nicht nur Wein. Ich bin in geheimer Mission hier. Moment mal, irgendwo fehlen mir bei dem Lied ein paar Noten. Sie tragen doch Uniform. Ja. Präzise beobachtet, Monsieur. Meine Tarnung ist die eines pflichtvergessenen, weintrinkenden Wachtmeisters. Sie haben mich glatt überzeugt. Merci. Aber in Wirklichkeit ist jeder Muskel gespannt, jeder Nerv aufs Äußerste bereit. Ich bin angespannt wie eine Stahlfeder. Bereit zum Zuschlagen. Patzong! Auf wen oder was gedenken Sie denn zu Patzongen? Sie müssen doch von dem Terror gehört haben, der Paris in seinen eisigen Klauen hält, Monsieur. Sie meinen die Morde? Wenigstens unternimmt endlich mal jemand etwas. Pah, Leute sterben jeden Tag. Non, non. Ich bin auf der Fährte des berüchtigten Jacques de la Grande Canalisation. Hä? Ich, also, wer? Jacques de la Grande Canalisation. Der Terror der Unterwelt. Wieso das? Er zeigt sich hier, er zeigt sich dort. Die Polizei kommt, er ist fort. Ist er unter der Sorbonne oder unter dem Maison Drac? Er kann überall sein, der verdammte Jacques. Bravo, das ist richtig gut. Ja. Merci. Ich habe die halbe Nacht daran rumgedrückt. George, ich glaube, du bist... Jacques de Grand Canalisation. Das hast du ja toll gemacht. Du bist der Terror der Unterwelt. Wer ist dieser Jacques de la Grande Canalisation überhaupt? Na, wenn wir das nur wüssten, dann hätten wir ihn innerhalb einer Stunde verhaftet. Aber er ist gerissen. Um die Kanalisation unserer schönen Stadt zu entweihen, hat er viele Maskeraden benutzt. Er hat sich als Polizist ausgegeben. Einen armen Kriegsveteranen hinters Licht geführt. Oh oh. Er hat einen Jongleur gespielt. Oh boy, ist das denn zu fassen? Unglaublich. Und einen amerikanischen Touristen. Wo stammen Sie eigentlich her? Kanadier. Also, Vanette, ich muss los. Tschüss dann. Naja, nicht viele Leute können von sich sagen, dass sie eine Pariser Legende geworden sind. Auf jeden Fall. Aber richtig cool, das kannte ich echt noch nicht. Voll gut. Jacques de la Grande Canalisation. Natürlich gehen wir jetzt in die Kirche. Und dort haben wir damals schon
durch diese Schriftrolle da geguckt, oder diesen Stab. Und damals konnten wir auf dieses Bild sehen, aber uns fehlte ja auch die Linse. Jetzt haben wir die Linse. Mal gucken, was wir dann sehen werden. Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. Na dann, schauen wir doch mal. Per disciplinam meam lux videbis. Das Licht sehen, ha? Huh? Hey. Drei Linsenelemente müssen in die korrekten Positionen innerhalb des Kreises geschoben werden? Was? Um ein Linsenelement zu bewegen, bewege den Mauszeiger über das nummerierte Feld. Wenn der Mauszeiger sich in eine Hand verwandelt, klick darauf und ziehe es dann mit gedrückter Maus nach links und rechts. Okay. Ah, wir müssen das drehen, verstehe. Naja, so schwer wird das schon nicht sein. Oder? Ach so. Okay, wartet mal. Das passt doch wunderbar da oben hin eigentlich. Nee, da unten passt es hin. Haha. So. Ja. So. Nee. Die Verzerrungen sind deutlich zu sehen. Ein Tempelritter, der am Schandpfahl brennt. Und unter ihm ein Datum in römischen Ziffern. So, so. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Moment mal, also MCCCXIV. Das ist 1314. 1314. War das nicht 2 Jahre nach dem Ende der Tempelritter? War das nicht 1312? Die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Okay, Priester, hilf mir. Du weißt doch bestimmt Bescheid. Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Alter Schmeichler. Sprechen Sie Lateinisch? Das fragen Sie einen Priester? Okay, können Sie mir dann verraten, was... Moment. Ja, das denke ich... Okay, nee, das hatten wir schon. So. Mir ist aufgefallen, dass das Bleiglasfenster links neuer aussieht als das mittlere. Sie haben ein scharfes Auge, Monsieur. Das Originalfenster... Das hatten wir auch schon. Es war so alt... Oh Mann, das ist einfach schrecklich. Oui. Das hatten wir doch alles schon, hä? Huh? Bis später. Aber mal. Bonjour. Ist das Fenster rechts noch das Original? Oui, Monsieur. Ah. Bis später mal. Auf einmal müssen wir uns da nochmal durchklicken? Macht gar keinen Sinn. Aber mal. Bonjour. Vor allem so aufwendig. Was? Oh, das Spiel hat mich richtig verarscht. Das ist ein Bug, Leute. Den solltet ihr mal beheben. Wussten Sie, dass sich in dem Mittelfenster das Bild eines Mannes auf dem Scheiterhaufen versteckt? Der brennende Mann. Was? Sie wussten das? Dass sich dort ein Bild versteckt? No. Aber die Kirche hat den Ruf, dass es hier spukt. Oft haben Menschen behauptet, einen brennenden Mann in einem Fenster gesehen zu haben. Aber wenn dann andere nachschauten, war nichts zu sehen. Vielleicht muss das Licht genau richtig stehen, damit man das Bild sehen kann. Ja, oder man braucht eine spezielle Linse. Ja, daran liegt's nämlich. Eine Linse. Bei gewissen Leuten mit gewissen Brillen war es wahrscheinlich so. Ha, clever. Bis spät. Au revoir. Müssen wir ihn jetzt nochmal? Aber mal. Und jetzt? Oh Bis Mann. Bis später. Okay, okay, scheiß drauf. Dann hilfst du mir doch nicht weiter. Mit Sicherheit. Wer hatte noch Ahnung? Mir fällt direkt ein, wer es wissen könnte. Aber den Kerl will ich eigentlich gar nicht besuchen. Hallo, Lobino. Naja, haben ja keine Wahl. Hi, André. Hallo, George. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Toll. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet. Sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist. Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen. Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter? Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber. Erinnern Sie sich?
Ja, was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Die Insel Britannien? Liegt am Ende der Welt im Westen. Merkwürdig. Auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein. Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte. Und jetzt? Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Okay, dem müssen wir auch alles aus der Nase ziehen, oder? Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Autsch. Das ist hart. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Das ist ein guter Hinweis, okay. Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Oh. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen Sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Aber okay, danke für die Hinweise. Danke, Robin. André. Ups. König auf Robin. Keine Ahnung. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Keine Ursache. Okay. Okay, de Vasconcelos. Rapport. Ja. Wir können jetzt nach Spanien fliegen. Ist das nicht toll? Und nämlich zur Villa de Vasconcelos. Denn es gibt die Villa de Vasconcelos. Aber ich glaube, eigentlich fehlt dir gar nicht sogar noch ein... nein, ich habe aus Versehen auf den Gulli geklickt. Nein, mach's nicht. Ich kann ihn mit meinem Blut... Wir werden das Ding nie wieder anrühren, George. War da nicht noch irgendwas, dass man irgendwie ein Grab untersuchen muss und da stellt er irgendwas fest? Ich glaube, an sowas kann ich mich irgendwie erinnern. Kann sein, dass ich total falsch denke, aber... Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibel, schätze ich. Einer von den beiden Rittern vielleicht? Irgendwas war da doch. Weil sonst hätte das doch gar keinen Sinn gemacht, dass er hier den brennenden Mann sieht, oder? Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Ja, mit Sicherheit. Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Das war's. Im Vergleich zu dem daneben sieht es recht schlecht. Dann haben sie das rausgenommen. Haben sie das geändert? Ich kann mich erinnern, dass er dann irgendwie, weiß nicht, eine Leiche sieht, also so eine dieser Leichname. Und da steht dann irgendwas mit den Jahreszahlen, 13, 14. Ich dachte, da war irgendwas. Na gut, aber wir können auf jeden Fall nach Spanien, zur Villa de Vasconcelos. Und überprüfen, was es mit diesen so Leuten so auf sich hat und wie sie mit den Templerrittern verbunden sind. Von daher mögen wir noch mehr Geheimnisse lüften. Aber das beim nächsten Mal. Mein Name ist Alex. Bis dann!